So, hi, ich bin's, der Manu. Wir haben mittlerweile schon verdammt spät in der Nacht, ein langer Arbeitstag ist rum und ich habe mich nach der Arbeit noch kurz hingesetzt, also kurz, und habe noch Kerbal Space Program aufgenommen. Ich sehe auch wirklich verdammt müde aus, sorry dafür, aber das Wichtigste ist, ihr seht mich und das hat einen ganz einfachen Grund. Wir haben heute nämlich den 14. Dezember 2013, das bedeutet, Failalot Gaming wird ein Jahr alt. Am 14. Dezember 2012 haben wir unser erstes Video hochgeladen und den Kanal erstellt. Wir heißt Patrick und ich. Wir kennen uns relativ lange und haben beide die Leidenschaft für Computerspiele und haben damals auch gerne zusammen World of Tanks gespielt und so ging das Ganze dann halt auch los. Wir hatten festgestellt, dass im YouTube kaum Let's Plays zu World of Tanks zu finden waren und haben uns dann hingesetzt und haben gedacht, ey, wie wäre es, wenn wir zwei einfach mal Videos machen und die hochladen? Ja, und so kam es dann auch und wir haben das eigentlich relativ cool gemacht, muss ich sagen, so aus heutiger Sicht, weil nämlich wir haben das damals mit einem Splitscreen gelöst, da konnte man dann gleichzeitig sehen, was ich mache und was Patrick macht und den Ton haben wir dann noch synchronisiert und es war eigentlich alles relativ viel Arbeit. Und leider, leider, leider war aber zu der Zeit unser Kanal noch nicht so bekannt und ja, wir waren halt auch noch so ein bisschen zurückhaltend und ja, die Videos waren halt ein bisschen langweilig, so vom Kommentieren her. Und insofern, ja, war es einfach nicht so erfolgreich. Danach kam dann Company of Heroes, die Singleplayer-Kampagne, die ich dann gemacht habe. Das war, beziehungsweise was sage ich, war. Es ist immer noch eins meiner Lieblingsspiele, auch wenn jetzt der zweite Teil raus ist und hast du nicht gesehen. Ist nach wie vor wirklich ein grandioses Spiel und das Projekt hat mir natürlich auch unglaublich viel Spaß gemacht. Und ja, danach kam dann das Spiel schlechthin und zwar war das Kerbal Space Program. Ich habe damals bei Jeff Major habe ich Videos gesehen von Kerbal Space Program und ich habe gemerkt, wow, das ist ein Spiel, das fasziniert mich richtig, das könnte mich packen und nicht mehr loslassen. Und ja, so kam es dann auch. Ich hab wirklich Spaß gehabt, das Spiel zu spielen und mehr noch eigentlich. Ich hatte irgendwann auch wirklich den Plan, meine Erfolge und meine Fehlschläge mit euch zu teilen und ja, ihr habt scheinbar gemerkt, dass ich wirklich Spaß an der Sache habe, denn plötzlich ging's los. Ich hatte dann ziemlich viele Zuschauer und dann kamen auch Kommentare von Leuten, die dann mitwirken wollten, die Verbesserungsvorschläge abgegeben haben oder einfach nur Vorschläge, was ich als nächstes machen könnte in Kerbal Space Program. Zum Beispiel Agnomen, der relativ am Anfang sehr, sehr fleißig kommentiert hat. Oliver Genschok war sehr viel dabei bei den Kommentaren und natürlich Cortex, den ich mittlerweile auch schon ein paar Mal über Skype gesprochen habe, mit dem wahrscheinlich auch dem nächsten Gemeinschaftsprojekt ansteht. Und dazu möchte ich aber noch nicht allzu viel verraten, weil es noch nicht feststeht. Und ja, danach kam dann quasi das erfolgreichste Spiel, das wir auf unserem Let's Play-Kanal haben, und zwar war das Sins of a Solar Empire Rebellion. Da hat die erste Folge jetzt, glaube ich, 10.000, nee, stimmt gar nicht, 2.000 Aufrufe von 10.000 insgesamt, also allein schon 10.000 Aufrufe zu kriegen, wenn mich das irgendjemand vor einem Jahr gefragt hätte, hätte ich gesagt, ja, du hast doch einen Vogel. Das kriege ich niemals hin. 10.000 Aufrufe. Tja, mittlerweile bin ich an dem Punkt und allein die erste Folge von Sins of a Solar Empire hat davon 2.000. Also das war wirklich sehr, sehr erfolgreich. Ja, an der Stelle bleibt mir auch nichts anderes mehr übrig, als Danke zu sagen. Ich sage Danke im Namen von Patrick und mir. Und ja, ich möchte mich einfach nur bedanken für das Anschauen unserer Folgen, dass ihr kommentiert habt, dass ihr wirklich teilgenommen habt dran und euch wirklich dafür interessiert habt. Ich habe so viele gute Kritik bekommen, was mich auch wirklich sehr, sehr motiviert hat und sehr gefreut hat. Und ja, wie gesagt, vielen, vielen Dank dafür. Da wir ja den 14. Dezember haben, also Dezember ist klar, ne, wünsche ich euch frohe Weihnachten, feiert schön mit euren Lieben und natürlich einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir sehen uns dann demnächst wieder, beziehungsweise nicht mein Gesicht, aber ihr hört mich bei Manu Space Science oder Sins of a Solar Empire oder aber irgendwas Neuem. Mal gucken, was da noch so kommt. Und ja,
auf das nächste Jahr. Prost!